Verwundert reiben sie sich die Augen, denn sie können es nicht glauben, dass ich den Aufstieg samt Ausflug ins Asyl in der letzten Folge mehr oder weniger unbeschadet überstanden habe bei Let's Play Dark Souls Level 1 Run. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt folgendermaßen vorzugehen, deswegen war es sicherlich nicht verkehrt, noch nicht nach unten gelaufen zu sein. Hinternschaden, Hinternschaden, Hinternschaden! Gut, jetzt fällt nur noch Nummer 2. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal Sens Festung zu überfallen, um mir die Schätze mitzunehmen. Ach du Scheiße, das macht ja gar nichts. Schwinger. Okay, da kommt sonst nichts. Ansonsten scheint... Also ich ist... mit einem Treffer schon gestaggert. Das ist schön. Das ist gut. Das ist fantastisch. Das ist eigentlich auch fantastisch, dass ich das Ding kriege, aber... Dies bringt mir leider nichts, oder? Moment, Halangenschwert, gucken wir doch mal. Oder hat er das gewisse vertretbare Stärkewerte, die ich noch erfüllen kann, wenn ich es dual-wielde? Was? Ah, das Schalangenschwert. Nein, nie und never. Ich hatte mir überlegt, ich werde mir den Schalangenring hier besorgen, wenn ich denn dorthin komme, in diesem Versuch. Und dann werde ich noch einmal erneut den Abstieg wagen. Was zum? So wirst du nicht gestaggert, Freund. Genau 100 Schaden. Ja, damit ich meine Chance quasi meine Chance wahre, um bei den Würmlis. Danke auch für die vielen, mehr oder weniger vielen Meldungen, wo ich das rote Titanit farmen kann. Ich werde es bei den Würmlis in der Nähe der Feuerglut machen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier? Gott, das ist schon viel... Verdammt lang her! So, schön steigern, genau. Ohne Schild wird das ganz schön wild, hab ich. Nein, gut. Nicht die Falle ausgelöst, also nicht nach hinten gehen. Große Scherben, gut. Große Scherben muss ich nämlich auch noch ordentlich farmen. Deswegen werde ich eventuell einen Zwischenstopp nochmal bei den Blutegeln einlegen. In der Hoffnung, dass ich da ein bisschen was bekomme. Nämlich mir sind die Dinger doch ein bisschen teuer, wenn ich sie hier bei dem Händler kaufe. Hoffentlich. Oh, Gott sei Dank. So, mal gucken, ob die alle Schnäpfe da gleich kommt, von der Ecke. Ja, kommt sie. Sie will mich besuchen kommen. Und Stein. Stein. Was zum Geier? WTF? Was war das denn? Ein Angriff, Blutungsschaden, Instant Death, Tötungskoma, Päh! Ich werde mich rächen, weil ich weiß jetzt, was du kannst. Was zum... Ist das Schneppfelder gewesen? Tatsächlich. Wie ist dir... Achso, ich bin verwirrt. Ich bin sowas von verwirrt. Die können mich mal Arsch lecken. Aua, du auch? Aua! Ist tot? Nein. Trink schnell was. So, bevor der Schlangenmann na kommt. Mann, mit einem Mächt. Ich will ihn backstabben. Ich will backstabben. Oder ihn fertig machen. Komm! Genau. So, auf dem schnellsten Weg wäre ich jetzt runter. Ja, auf dem schnellsten Weg wäre ich jetzt runter. Gut. Dann warten wir nochmal die Felsenfaller hier ab. Ich habe das früher mal geschafft. Also mit dem Schnellstlaufmodus zwischen zwei Felsen irgendwie noch hochspritzen zu können, ohne getroffen zu werden. Aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, ob das überhaupt noch möglich ist. Jetzt frage ich mich, ob es möglich ist, dass ich die Truhe kaputt mache. Wobei, Moment mal, habe ich es oder habe ich es nicht? Ich muss mal gerade mal gucken, ob ich einen bestimmten Gegenstand habe, weil ich da mal was gesehen habe. Wandelfluch? Nee, ich habe die Dinger aber nicht eingesammelt. Ah, schade, ich habe die Dinger nicht eingesammelt. So, bevor ich mich aber von dem Typen krepieren lasse, töten lasse, guck ich mal, werde ich einsammeln, wenn das Ding ist da. Mein Gott, wie viel passen da noch rein? Leck? Ja, Leck, okay. Mein Fernseher ist gerade auch irgendwie ausgegangen. Haben wir Probleme im Stromkreislauf oder sowas. So, okay. Warten wir noch den Durchbruch ab. Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Dankeschön! Ja, immer schön, wenn die Rebellion zum Erfolg führt. So, da ist er. Wunderbar! Jetzt können wir bald farmen gehen, aber ich möchte erst noch die
Ich weiß es nicht. Ich wisst ihr was? Ich mache einfach noch, soweit ich hier komme, auf dem direkten Weg, ohne großartig Zeugs einzusammeln, was ich nicht brauche, abgesehen von dem hier. Von Pyromantie könnte ich ja auch mal probieren, gell? So. Gestaggert, gut. Jetzt gibt's ordentlich auf den Hosenboden. Immer schön unter dem Hintern stehen, dann werden wir den Gegner krepieren sehen. Hat ja auch schon beim Asylum-Dämon funktioniert und allen anderen Derivaten dieses Viehes. Wo landet man eigentlich, wenn man hier runterfällt? Das ist mir noch nie passiert. Sah das nicht gerade aus, als wenn die Ketten nach oben gezogen worden wären oder was? Also für mich sah das so aus. Also ich habe keine Ahnung, ob man das überlebt, ob man da runterfällt, aber ich glaube eher nicht. Nicht. Ich meine, wenn ich es schaffen sollte, den Dings zu... Kann ich das... Nein, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Das ist mir aber auch völlig egal. Völlig schnuppe. Ich hoffe, der Felsen kommt nicht nach da. Gut. Nein. Wunderbar. Dann... Oh, ich überlege gerade, ob ich sonst noch irgendwas hiervon brauche. Aber ich... Boah! Ich meine nicht. Ich meine... Doch, den Schlüssel. Obwohl, ich hab den Master Key, aber kann ich... Bin mir gerade unsicher, ob ich mit dem Master Key auch die Abkürzung öffnen kann. Aber ich meine nicht. Oh! Jetzt fällt mir gerade wieder ein, wo ich jetzt gleich wahrscheinlich sterbe. Oh ja, diese Stellen hier. So, hier kommt Bastard Nummer 1. Und Hakin! Die Hackenden! Ha! Okay. Uscha! Zweiter Schwinger, gut. Staggern! Umbringen! Letzter Schlag! Gut. So. Also, ohne Schild die zu machen, ist schon eine Aufgabe, möchte ich mal sagen. Ja genau, schreien. In der Zeit kannst du mich nicht angreifen. Stimmbänder anspannen. So, den hier versuche ich jetzt auch nochmal mit wegzuklopfen, weil er große Scherben bewacht. Und die sind... Hoffentlich macht er nicht den Angriffsspringer. Und der zweite Hieb kommt nicht hinterher. Dammit. Okay. Aus der Reichweite. Staggern. Einer hinterher. Und nicht blocken, sondern... wegwerfen, ich meine, recyceln. Was? Ich hasse es, wenn sie das durch die Wand machen. Boah. Oh, ich glaube, ich muss mal irgendwann das Leuchtfeuer entzünden, was in der kleinen Kapelle oder was. Ist das eine Kapelle, wo... Nimm das mit. Dankeschön. Ist das eine Kapelle, in der André steht? Das sieht... Keine Ahnung. Ich meine, da passt ja irgendwie niemand rein für einen Gottesdienst oder irgendwie sowas. Das sieht mir eher nach... Was? Was anderem? Hat da nicht jemand gemacht? Vielleicht die Dame hier oben? Bin gerade überlegen, ob ich sie wegballern soll, aber das kann jeder. Ich laufe jetzt hier einfach mal, weil ich es kann. Gut. Oh, damit hätte ich nie gerechnet, das auf einen hinzukriegen, gerade nicht. Ohne Schild und Krams. Gut. Dann haben wir es ja eigentlich auch schon fast hinter uns. Ich werde jetzt nochmal eben hier natürlich das Leuchtfeuerchen anmachen. Auch wenn ich davon nicht mehr erstmal durchkriege, weil ich erstmal gucken, ob ich am Leuchtfeuer im Feuerbahnsteig dazu bekommen habe. Das hatte ich vergessen zu sagen. Ihr habt ja sicherlich festgestellt, dass der ganze Haufen Seelen, den ich in der letzten Folge angesammelt habe, weg ist. Ich war bei Pyromantie-Lehrer und habe dort, ich glaube mal, zwei Punkte, beziehungsweise um insgesamt plus 2 auf insgesamt, glaube ich, plus 13 erhöht. Okay, das war nicht die Möglichkeit. Ich glaube, ich kann das irgendwie hier noch hinter mich bringen. Gut. Ich glaube, den Schlüssel hole ich mir erst später. Nämlich dann, wenn wir hier soweit fertig sind mit dem Endboss. Ich bin gerade überlegen, ob ich den dicken Heini ganz oben übrig lasse oder nicht. Weil ich nach dem Boss noch nicht nach Anordnung möchte. Sondern erstmal für meine Axt hier ein bisschen was farmen gehen. Ich möchte nämlich versuchen, Ortstein und Smo also ich werde es versuchen, sie erstmal. Au! Penner. Ich werde es. Jesus Christ. Ich werde es versuchen, sie erstmal ohne Pyromantie zu erledigen. Höchstens vielleicht mit Power Within. Aber das weiß man ja nicht. Weiß ich nicht, ob das geht. So, ohne Schild. Auf den Ausraster warten, jawohl. Ich habe nur keine Ahnung, ob der Typ hier empfindlich gegenüber Feuerzeug ist. Das sieht mir irgendwie nicht allzu sehr danach aus, aber ich glaube auch nicht, dass man ihn... Nein, tritt ihn doch nicht! Okay. Bitte Ausraster hinterher. War kein Ausraster, oder? Das war der Muku-Angriff.
Mo? Come on! Ich meine, man kann den Endboss auch besiegen, den Boss hier auch besiegen. Ohne den jetzt so kaputt zu machen. Ist der am Kopf empfindlicher? Ich glaube fast nicht. Nee. Also man muss ihn hier nicht unbedingt kaputt machen, aber es ist einfach. Vereinfacht natürlich den Kampf. Ganz besonders. Komm schon! Hau ihn um! Gib ihn! Hat es funktioniert? Jawohl, gut. So, ich denke irgendwie jedes Mal, wenn ich hier hochkomme, dass da hinten noch irgendwas ist. Und jetzt klingelt es gerade, deswegen machen wir einen ganz kurzen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Da bleibt jetzt quasi nur noch eine kurze, kleine, schnucklige Aufgabe übrig. Und die ist, diesen Typen hier flach zu legen. Aber da ich schon mit meinem, Kleriker hier ordentlich versagt habe, gehe ich davon aus, dass das nicht so einfach wird. Obwohl ich ihn eigentlich echt einfach finde. Da, hau zu! Mächtiger Mann! 2, 3, 4. Wow! Wäre natürlich schön, wenn ich schaffen würde. Was? Nicht Wand. Doch Wand. Ich habe gedacht, ich hätte ihn gerade gestaggert. So, sauf den mal kurz ein. Ich habe gerade echt gedacht, ich hätte ihm irgendwie wackelige Beine versetzt. Deswegen. 54, das ist ja mal gar nichts. Okay. Wechsel ist... Ah, jetzt... Da, ah, tritt ihn doch nicht. Meine Güte nochmal. Jetzt fängt er mal an zu treten. Nein. Das müssen wir doch ausnutzen, Menno. So, auch wenn es eventuell nicht viel bringt, weil der Pulsschaden recht winzig ist. Oh, schade. Hat nicht funktioniert. Aber, nun gut. Ein bisschen was Zeit hat es natürlich gebracht. Und das versuchen wir jetzt alles nochmal. Nein! Scheißdreck, ich glaube, das war's. Ah, nein! Ich habe überlebt. Überlebe sowas von. Kannst du nichts gegen tun. So, ich trinke zweimal beim nächsten Griff ins Klo. Dann spielt er mich direkt runter. Und... Und bloß nicht runterfallen. Ich meine, wir haben... Au! Hui! Auch wenn es nicht viel ist. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Oh, er wackelt. So. Jetzt voll auf den vorderen Fuß hier. Und kurz voll machen. Nochmal. Wir sehen uns unten in Schandstadt wieder. Pisser. Okay, ja. Das war jetzt natürlich nicht ganz Best-Case-Szenario. Aber es geht ganz stark in die Richtung eines Best-Case-Szenarios. Zumindest habe ich mir ein kleines bisschen erspart, möchte ich mal sagen. So, ich war am Leuchtfuhrer. Jetzt ist die Frage, komme ich wieder runter mit den ganzen Seelen? Dann könnte ich mir noch ein paar... ich muss gerade überlegen, 2 Punkte? Ja, wenn ich auf plus 13 bin, sollte das eigentlich reichen. Die Flamme erstmal auf das Maximum zu bringen, dann kann ich die unten in Schandstadt quasi umtauschen in die bessere Version 2.0. Dann habe ich schon mal was erreicht. Im Grunde ist es natürlich super Verschwendung, wenn ich jetzt sämtliche Punkte da reinbuttere. Jawohl! Wenn ich sämtliche Punkte da reinbuttere und ich dann am Ende dann doch nicht Pyromantie benutze, aber man weiß es nicht. Das ist ja immer noch der DLC da, aber ich glaube, da wird mir die Pyromantie auch nicht allzu viel helfen, abgesehen vielleicht von Power Within, weil sämtliche Bosse in diesem DLC sind ja resistent gegenüber Feuer. Ups. Und gegenüber... Blitzen, also, und ich glaube, auch gegen Magie, und deswegen halte ich das für ein seltsames Design, also ich finde es irgendwie blöd, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, falls jemand zuguckt, der meine anderen tollen, der meine anderen Ausflüge irgendwie mal mitbekommen hat in den DLC, ich weiß es nicht, ich bin kein großer Freund davon, einfach so, jo, wir machen die jetzt schwer und, eigentlich ist nur physischer Schaden dagegen sinnvoll. Wobei ich mir das bei Magier natürlich ein bisschen vorstellen kann, dass sie das zumindest die Magieresistenz so hoch eingebaut haben, weil Magier haben Output. Damit können die Bosse sowas von vereinfachen. ich meine, ich habe ja selber mal eingespielt, wobei man da natürlich auch ein bisschen selber aufpassen muss, dass man sich nicht, selber dabei umbringt. Ich meine, man ist eine Glaskanone, das muss man schon sagen. Und deswegen werde ich mich mal kurz voll machen, in der Hoffnung, du siehst mich nicht, du lässt mich vorbei.
Jetzt sehe ich nichts. Und du lässt mich vorbei. Gut. Ja, warte ich jetzt lieber da noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, jetzt sind wir noch an den beiden Fanatikern hier vorbei. Nochmal Ausdauer voll machen, damit wir hier direkt Sporti, Sporti, Sporti. Ja, schön runter. Gut. Wenn die über den komischen Schalter laufen, dann werden die Pfeile, glaube ich, doch noch irgendwie verschossen. Oder auch nicht. Ich dachte zumindest, das wäre der Fall. Come on, 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 come on. Jawohl. Gut. Das heißt, ich werde jetzt nochmal zum... wie heißt es? Werde mich jetzt nochmal zum Feuerbandschrein aufmachen und meine Flamme auf das Maximum bringen. Dann komme ich nochmal hier hin und werde mir nochmal Bolzen kaufen. Und danach, ja, sehen wir uns, denke ich, unten in Schandstadt wieder. Wir müssen ja auch den Lavastrom-Dämon wieder runterfallen lassen. Von daher, wir sehen uns dann quasi in der Kammer von Quilak wieder. Ihr kennt das ja. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ich bin sowas von froh, wenn ich das ganze verdammte Aufleveln der Pyrohand endlich mal hinter mir habe. Dann kann ich nämlich endlich mal meine Seelen... Ich meine, ich kann es jetzt schon, aber dann kann ich guten Gewissens meine Seelen mal für andere Dinge aufsparen. Beispielsweise mal mehr Bolzen oder endlich mir mal genug kleine Scherben zusammenkaufen, um meine große Armbrust mal ein bisschen aufzuleveln, mir Rüstungen aufzuleveln. Und vielleicht dann auch mal meine kleine Armbrust hier. Ja, ich glaube, das ist das Erste, wofür ich mal die großen Scherben ausgeben werde. Dass ich die mal weiter aufwerte. Die kommt mit dem Schaden nämlich mittlerweile nicht mehr ganz so sehr hinterher. Ansonsten, ich habe vor, das Ding irgendwann, also nicht irgendwann, sondern wenn ich die entsprechenden Voraussetzungen habe, also in Analondo, das Ding mal zu einer Blitzarmbrust, um zu funktionieren. Aber ich habe nicht den geringsten Schimmer, ob das tatsächlich eine gute Variante ist oder ob man das Ding nicht eher in eine andere Richtung schmieden sollte. Ich kenne mich damit jetzt nicht ganz so gut aus, aber ich meine mal, gehört zu haben oder die Empfehlung bekommen zu haben, dass eine Blitzarmbrust awesome ist. Oder zumindest die Evelyn. Aber mit der kann ich ja nichts anfangen, ne? Dafür habe ich nicht den... Ich glaube, die Stärke wäre das aber sogar egal. Da brauche ich ja 16 Stärke für. Ich habe, was ist das, 12? Wenn ich die Dual wielde, könnte das von der Stärke her passen. Aber ich habe nicht den nötigen Geschicklichkeitswert dafür. Ansonsten habe ich auch mitgekriegt, dass die große Armbrust länger oder mehr Zeit benötigt, wenn ich sie im Dual Wield abfeuere, als wenn ich sie ganz normal hier aus der Hüfte, wie in den tollen Western mit ihren Knarren und so weiter und Zeug, ich das da entsprechend abfeuere. Aber ich bin das nicht so spät gestartet. Das ist nämlich schon ein kleines bisschen her gewesen, da ich das letzte Mal hier war. Komm, mach wieder Plätschi, Plätschi, Plätschi. So. Okay, weiter. Dann laufen wir dieses Mal irgendwie hier am Berg vorbei. Jedes Mal, ich habe ja schon mal den ein oder anderen Speedrun auch von diesem Spiel hier gesehen, laufen alle hier entlang. Und dann muss ich gucken, dass ich hier die Kurve kriege. Ansonsten bekomme ich mittlerweile schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Kram hier mache. Ich habe jetzt, glaube ich, in so ziemlich jedem Run, den ich jetzt im Spiel gemacht habe, den Boss hier auf diese, ja, ich sag mal, einfache Art und Weise erlegt. Aber der normale Kampf ist so langweilig. Und jetzt gerade mit dem Charakter ein Fehler und... Blöb. Warum ich jetzt nicht explodiere, während er das macht, weiß es nicht. Ich glaube, das hier wird einfach nur getriggert, indem man 6 Angriffe auf diesen Handklumpen macht. Egal mit wie viel Schaden oder mit was für einer Art von Waffe. Dann fällt er hinab ins Nichts. Gut. Wie viele Seelen gab es dafür? Na, auf jeden Fall gab es eine Sequenz. Was ich auch gesehen habe, ist, dass man eigentlich... was heißt eigentlich? Dass man quasi eine Abkürzung nehmen kann, die sogar schneller ist als dieser Quick-Kill hier vom Lavastrom-Dämon, dass man auf so hervorstehenden Brocken von Landmasse am Rand dieses Lavasees sich mit Rollen und den dadurch verbundenen Invincibility-Frames sich irgendwie dran vorbeimogeln kann. Aber dafür braucht man dann trotzdem schon, weil man doch ein bisschen Schaden dadurch kriegt, eine gewisse Grundmenge an Lebenspunkten. Und ich fürchte, die habe ich nicht. Und ich hatte auch keinen Bock, das auszuprobieren. So. Aber jetzt nochmal einen ordentlichen Batzen Seelen haben. Gehe ich nochmal zurück in den Sumpf und schau mal, ob die verhüllte, mumifizierte Chaos-Tochter-Dame mir meine momentan auf plus 15 befindliche Pyromantie-Hand in die bessere Version umwandelt. Deswegen sage ich mal, bis gleich. Diese verfluchten Mückenviecher. Ja, das weiß ich. Ich weiß, ich
möchte, ja, ich will. Jetzt hat der Mann und Weib. Da habe ich auch mir die Katze im Sack gekauft, glaube ich. Bitte entkleide dich mal, hier ist warm genug, wir sind direkt über der Hölle. So, Ausrüstung umwandeln. Ah, jawohl, 25.000 Seelen, Pyroflamme, lucky luck. Und jetzt muss ich noch insgesamt 5-mal aufwerten und dann bin ich damit endlich fertig und fertig und durch. So, ich bin gerade... Shit. Ich bin gerade überlegen, ob ich noch genug Zeit... Shit! Hör auf, mich mit zu felsen! So, mich dünkt, wir sind dann heute doch durch mit der Zeit. Dann wagen wir beim nächsten Mal den Abstieg zur Glut. Wenn wir es schaffen, werden wir dann sehen. Bis dann, ciao.